Hier ist der Boden überall extrem weich. Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Dieses Gebäude ist wohl das einzige, das noch betreten werden kann. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheimgänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich. Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Maden. Da liegen zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. Die Gurte sind aus einem reißfesten Gewebe. Die halten einiges aus. Könnte Poseidon sein. Zumindest hält die Statue einen Dreizack in der Hand. Eine Steinfigur, die eine Waagschale hält. Die Schale ist leer. Diese Steinstatue ist mit Moos bewachsen, wie die anderen auch. Sie trägt einen Schild aus Metall. Ungewöhnlich. Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das scheint aber auch schon ein paar Jahre her zu sein. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen, an dem ich den Flaschenzug aufhängen wollte. Die Baumstämme sind armdick und ziemlich lang. Die Gurte könnten den Deckel bestimmt tragen. Und ich habe sie so angebracht, dass der Deckel nicht kippen kann. Der kleine Van Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus. Angelina hat den Sarkophag geöffnet, so viel ist klar. Aber warum?
Die Baumstämme sind armdick und ziemlich lang. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus drei Hölzern einen Dreibaum binden. So und so. Ja, genau. Und jetzt? Ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Reicht gerade so von der Länge her. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält. Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Mhm. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurch zu quetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Holla, ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. Die meisten Menschen haben die Blutgruppe AB. Danach kommt B, dann A und recht selten ist dann Blutgruppe 0. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Logik sagt mir, dass der Turm seit Jahren hier so steht und die Chance sehr gering ist, dass er ausgerechnet einstürzt, wenn ich hier drin bin. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht länger hier bleiben sollte als unbedingt nötig. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behauene Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Eher wie aus einem Frankenstein-Film. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein. Aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Ein Stück Plastikrohr. Ich stecke es ein. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Überall liegt Papier herum, das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass.
Zeitungsausschnitte. Von 1981. 12 Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst 12-jährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch 2 Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek-Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an 3 der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor 2 Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... bla 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 bla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor 12 Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Der Schlauch ist kaputt. Hier gibt es einen Riss von über 1 Meter Länge. Ein dünnwandiges Plastikrohr. Keine 30 Zentimeter lang. Solange ich nicht weiß, wozu, zünde ich hier gar nichts an. Das würde nichts bringen. Der Riss im Schlauch ist gut 1 Meter lang, das Rohr nicht mal einen halben. So kann ich den Schlauch nicht flicken. Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So, damit habe ich 2 halbwegs brauchbare Schlauchenden. Na toll, der Schlauch passt genau nicht in das Rohr. Wenn ich es vorher erhitze, müsste es sich ausdehnen und ich könnte die Schlauchenden verbinden. Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen. Ich denke, das sollte reichen. Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Fertig. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. Da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind... Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was will Angelina damit? Braucht sie es selber für irgendwas? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht.
Und dann... dann sehen wir weiter. Mehr als die Blutkonserven ist da nicht drin. Und ich weiß, was ich wissen musste. Angelina war hinter dem Blut der Gordons her. Die Frage ist, wieso und was ich damit zu tun habe. Boah, warst du in der Gruft? Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto! Der andere Mann ist zurück! Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen, ja? Cool! Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Sitzt. Der Schlauch ist platziert. Also gut, setzen wir den Morast unter Wasser. Das müsste reichen. Da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte und... Mir egal, was mit deinem Kopf ist, du dämliches Stück Scheiße. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier Ausschau nach dem Arschloch. Ich komme nie bis zum Auto. Tom würde mich entdecken und ich glaube, ich habe eine Waffe gesehen. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Okay, hoffen wir, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Puh. Hey, Tom! Halt! Stehen bleiben! Keine Bewegung oder ich schieße! Und das wäre dann sicherlich das Highlight deiner letzten 5 Minuten auf Erden. Hol mich hier raus! Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht gerade noch erschießen? Ich will hier raus! Dann wirf deine Waffe dort in den Sumpf und gib mir deinen Autoschlüssel. Ich werde... elendig verrecken? Hier! Jetzt hol mich raus! Nicht so schnell. Was ist mit Angelina? Steckt sie in der Sache drin? Ich hab dir schon gesagt, dass ich keine Angelina kenne. Das wage ich zu bezweifeln. Sie war vor ein paar Tagen im Dorf. Dann habe ich sie nicht gesehen. Sie wäre dir bestimmt aufgefallen. Nochmal, ich kenne keine Angelina. Und im Dorf hat niemand rumgeschnüffelt außer dir, kapiert? Wirf mir endlich ein Seil zu! Oder irgendwas! Wer hat den Auftrag gegeben, mich zu entführen? Du sollst mich hier rausholen! War es dieser Geheimbund?
Ich weiß nichts von einem Geheimbund. Der Orden. Das sagt dir nichts? Doch, ist ja gut. Ich sollte dich finden, betäuben und hierher bringen. Und dann? Sie wollte sich per Telefon melden und mir weitere Instruktionen geben. Sie? Eine Frau. Klang ziemlich alt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wollte nicht, dass ich in Willow Creek bleibe? Ja, ich sollte dich so schnell wie möglich hierher bringen. Weißt du, wer zum Orden gehört? Keine Ahnung. Ich habe diese Freaks nur mal bei der Mine beobachtet. Hatten alle Masken auf. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also gut, ich hau ab. Die Polizei wird bald hier sein. Hol mich endlich hier raus! Warum? Glaubst du ernsthaft, du könntest darin versinken? Idiot. Entschuldigen Sie, Sir. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Wer hat ihn abgegeben? Das weiß ich nicht. Er war im Briefkasten des Hotels. Aber es ist keine Briefmarke drauf. Er muss also eingeworfen worden sein. Aha. Danke. Er ist von Angelina. Lieber Darren. Ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich beschäftige mich schon länger mit Willow Creek und Black Mirror. Und habe in Biddeford nach dir gesucht. Ich bin da auf etwas gestoßen, von dem ich hier nicht schreiben möchte. Nur so viel, du bist in Gefahr. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dir nach dem Leben trachtet. Schon in Maine waren sie hinter dir her. Mich haben sie hier in Willow Creek erwischt. Ich konnte fliehen und verstecke mich seitdem an einem sicheren Ort. Erst heute habe ich erfahren, dass du hier bist. Ich werde dir alles erklären und hoffe, dass du mir verzeihen wirst. Nein, ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, wenn du erst die schreckliche Wahrheit kennst. Komm heute Abend um 11 zum alten Leuchtturm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Dort werde ich dir alles erklären. Gemeinsam können wir diesem Spuk ein Ende machen. Pass auf dich auf und vertraue niemandem. Du weißt nicht, wer alles zum Orden gehört. Angelina. Angelina ist am Leben, das ist die gute Nachricht. Aber was für ein Spiel spielt sie? Kann ich ihr trauen? Sie hat mich belogen. Sie wusste die ganze Zeit über diesen Ort Bescheid. Und Reginald Boris war bestimmt auch kein Unbekannter für sie. Die Frage ist, auf welcher Seite steht sie? Welches Ziel verfolgt sie? So oder so, ich werde es heute Abend am Leuchtturm erfahren. Aber ich sollte mich absichern. Die einzige Stelle, an der ich ein paar ehrliche Antworten erhalten kann, ist die Chronik der Gordons. Wenn ich weiß, welche Rolle der Orden spielt, kann ich davon vielleicht ableiten, welches Spiel Angelina spielt. Ich muss einen Weg finden, die Chronik im Museum zu lesen. Ich studiere Physik. Bobby ist zwar weg, aber solange hier die Touristen rumlaufen, komme ich nicht an das Buch. Vielleicht kann ich mich verstecken und warten, bis das Museum geschlossen wird. Ja, ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Dann heißt es warten. In einer Stunde müsste das Museum schließen. Ach,
kaum zu glauben. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Es ist aber erst kurz nach 21 Uhr. Und ich habe noch genug Zeit, mir die Chronik anzusehen und zum Leuchtturm zu gehen. Es ist nur verdammt dunkel hier. Gut, dass hier zumindest ein paar Lampen über Nacht an sind. Ist offen. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Dann schauen wir mal. Hier scheint der Abschnitt über den Orden loszugehen. Nur der mutige Einsatz dieses tapferen Mannes hat uns vor Mordred bewahrt. Ihm, Pater Matthias, verdanken wir unser Leben in Freiheit. Sein Name soll nicht in Vergessenheit geraten. Ebenso wenig wie seine Taten, die wir in unserem Herzen tragen. Doch nie wieder soll das Schicksal unserer Gemeinschaft auf den Schultern eines einzelnen Mannes liegen. Eines Mannes, der vielleicht nicht die Stärke Pater Matthias besitzt und nicht den Mächten des Bösen widerstehen kann. So wie er. Darum soll ein Geheimbund gegründet werden. Die ehrbarsten und mutigsten Männer unserer Gemeinschaft sollen ihm angehören. Sie sollen wachen über die Akademie und die Schlüssel, den Opferraum und die Schriften. Sie sollen es sein, die zwischen der Welt und dem Abgrund stehen. Sie sollen ihr Wissen über Mordred und seine dunklen Mächte von Generation zu Generation weitergeben. Sie sollen im Geiste und in den Taten die Nachfahren Pater Matthias sein. Denn er hat sich für unser aller Wohle geopfert. Das heißt, der Orden will verhindern, dass Mordred wieder an die Macht kommt? Ein 100 Jahre altes Arschloch? Verrückt! Aber mal angenommen, diese Ordensleute glauben wirklich daran. Warum jagen sie dann mich? Ich habe nicht vor, Mordred oder einen anderen bösen Geist in die Welt zu holen. Und selbst wenn, wie sollte ich? Völlig übergeschnappt, diese Leute. Hier werden Menschen ermordet wegen dieser Geistergeschichte? Und Angelina? Glaubt sie etwa daran? Zeit, dass ich sie frage. Wir treffen uns ja bald am Leuchtturm. Immer noch der gleiche, seltsame Häcksler wie gestern. Das Fenster scheint meine einzige Fluchtmöglichkeit zu sein. Nur leider etwas hoch. Kaum etwas drin. Kein Wunder, so wenig wie hier immer los zu sein scheint. Ich sehe ein Taschentuch, einige Zettel und ein Kaugummipapier.
Das Kaugummi, in Alupapier eingewickelt. Fehlt nur noch eine Heftklammer und ich könnte eine Atombombe bauen. In dem Schrank ließ es sich halbwegs aushalten. Ich war so erschöpft, dass ich eingeschlafen bin. Zum Glück habe ich mein Treffen mit Angelina nicht verpennt. Eine ganz normale Holzplatte. Sie ist Teil der Nähmaschine. Es wird bestimmt niemandem auffallen, wenn die Holzplatte fehlt. Ich nehme sie mit. Der Häcksler ist abgedeckt. Aha, da sind zwei Metallstreifen. Einer an der Wand und einer am Fenster. Das dürfte eine ziemlich einfache Alarmanlage sein. Sobald man das Fenster öffnet, wird der Kontakt unterbrochen und der Alarm geht los. Da soll noch einer sagen, Filme bilden nicht. Das sollte reichen. Der Strom wird durch die Alufolie geleitet, auch wenn ich das Fenster öffne. Das ging gut. Ich sollte... Satan! Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn. Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht. Niemals ist ein Ende in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geistermine. Hey, warten Sie. Gehören Sie zum Orden? Hallo? Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Dann ist das hier also... Verdammt! Was ist mit mir los? Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen, ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Naja, hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Und deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder, ich muss mich verstecken. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Vic. Sie hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund auf mich eingeschossen. Und
Diese Miss Valley geht über Leichen, da bin ich mir sicher. Ob Angelina ihr im Weg stand. Ich muss es erfahren. Was hat das zu bedeuten? Warum dieses Treffen? Weißt du etwas Neues von Reginald? Was ist mit dem Mädchen? Ist sie wirklich wieder hier? Hast du was aus Wales gehört? Es gibt schlimme Nachrichten. Bruder Reginald ist tot. Was? Oh mein Gott! Aber es ist nicht die Zeit zu trauern. Das Mädchen schnüffelt immer noch herum. Und noch schlimmer? Er ist uns entkommen. Wie kann das sein? Was tun wir, wenn er dahinter kommt? Ruhe! Die Gefahr ist nah. Sehr nah. Beide, das Mädchen und unser amerikanischer Freund, können alles zunichte machen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir sind gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, fürchte ich. Aber wir können doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Besser, ich verschwinde hier. Was war das? Ist da jemand? Er ist es! Haltet ihr! Das Tor! Das Bleib Tor! Ruhig. Lass dich nicht entkommen! Wir wollen dich nicht verletzen. Pass doch auf! Du hast doch keine Chance! Haltet ihn! Lass ihn nicht entkommen! Verflucht! Öffnet das Tor! Er darf uns nicht entkommen! Nichts wie Deck hier! Da ist er! Na los! Beeilung! Ich kann sie nicht ewig zuhalten. Sehr gut. Die Eisenstange versperrt kurzzeitig die Tür. Es tut sich nichts. Aber die Tür muss doch mit diesen Hebeln zu öffnen sein. Ich probier's weiter. Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Ja, wir müssen sie aufbrechen. Benutzt die Hebel. Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Eine Eisenstange. Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. In Ordnung. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Vielleicht funktioniert's. Ja, die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Da ist er! Schieß! Zu spät! Haltet ihn! Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus hier.
Oh, hi, Mary. Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Also schön, hier bin ich. Was wird gespielt? Angelina! Wo versteckst du dich? Angelina! Angelina? Komm endlich raus und zeig dich! Ich würde doch alles für dich tun! Warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Oh nein! Angelina! Nein! Wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Da steht Fuller. Was hat Fullers Grab hier zu suchen? Schlappen! Dich werde ich fertig machen! Das wollen wir doch mal sehen! Was war das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Mom? Darren? Darren, bist du das? Mom? Was? Aber du bist doch... Du bist nicht länger mein Sohn! Aber ich... Das gibt's doch gar nicht! Ah!
Was für ein irrer Traum. Was war das? Hallo? Hattest du einen Albtraum? Was? Wer bist du? Ich bin Ralph. Mein Name ist Darren. Wo bin ich? Ist das hier die alte Akademie? Mhm. Mr. Bubby und ich wohnen hier. Was tut ihr beide hier? Du und Mr. Bubby? Wir wohnen hier. Das sagtest du bereits. Aber habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr wohnen könnt? Nein. Das böse Haus, wo wir früher gewohnt haben, gibt es nicht mehr. Und da wollen wir auch nicht mehr hin. Kann es sein, dass du früher im Sanatorium von Sir Robert gelebt hast? Mhm. Und Mr. Bubby auch. Er beschützt mich und sagt mir, was ich tun soll. Es ist gut, einen Freund zu haben. Das sagt Mr. Bubby auch immer. Habt ihr das große Feuer am Leuchtturm gesehen? Ja, ich mag Feuer. Dieses hättest du nicht gemocht. Angelina war hier. Sie ist gekommen und dann war dann weg. Und dann wieder da. Und dann war da jemand mit einer weißen Maske. Und dann war da das Feuer. Du kennst Angelina? Ja, sie war schon oft hier. Da war also Angelina und ein Mann mit Maske und dann hat es gebrannt? Ja, erst haben wir uns versteckt, weil es gedonnert hat und der böse Mann uns nicht sehen sollte. Aber dann hat das Feuer so schön geschienen. Da haben wir geguckt. Ich mag Feuer. Ja, und dann? Irgendwann war das Feuer aus. Der Regen hat es ausgemacht. Dann kamst du. Du hast laut gerufen, aber ich weiß nicht was. Dann bist du hingefallen und hast dich nicht mehr bewegt. Mr. Bubby hat gesagt, ich soll dich ins Trockene holen. Sag Mr. Bubby vielen Dank. Das war eine gute Idee. Gern geschehen, sagt Mr. Bubby. Wir bekommen hier nicht oft Besuch. Was passierte dann? Dann kamen die Polizisten. Die mögen wir nicht. Sie wollen uns hier wegbringen. Dann kam doch ein schönes, schwarzes Auto. Es sah ganz anders aus als die Autos der Polizei oder die Autos, die wir manchmal im Dorf beobachten. Es sah alt aus, aber ganz schön und glänzend. Aber es war nicht lange da. Hast du gesehen, wer da drin saß? Nein. Du sagtest, Angelina sei häufiger hier gewesen. Ja? Wann war sie zum ersten Mal hier? Ich weiß nicht. Ungefähr. Was meinst du? Vor 100 Jahren? Und was hat sie hier getan? Sie hat sich alles ganz genau angeguckt. Und dann hat sie unser Haus gefunden. Sie hat gesagt, sie sucht etwas. Eine Tür, die unter die Erde führt. Als sie gestern hier war und kurze Zeit verschwunden ist, wo war das? Ich weiß nicht. Mr. Bubby wollte sich schön machen für sie und hat nicht hingeguckt. Mr. Bubby wollte sich für Angelina schön machen? Ich glaube, Mr. Bubby war ein klein bisschen in sie verliebt. Aber er hat sich nie getraut, es ihr zu sagen. Und nun ist es zu spät. Vielleicht sagt er es ihr nächstes Mal, wenn sie uns besucht. Meinst du, sie kommt uns bald wieder besuchen? Das weiß ich nicht, Ralph. Vielleicht. Ist es nicht gefährlich hier? Das Gemäuer sieht stark einsturzgefährdet aus. Manchmal fallen Steine hinunter, wenn es gewittert und donnert. Oder wenn der Wind doll bläst. Aber dann verstecken wir uns sowieso immer. Mr. Bubby hat Angst vor Gewitter.
gibt es gute Verstecke hier. Vielleicht irgendwelche versteckten Räume oder Gänge. Wir verstecken uns immer hier in unserem Haus. Hier kann uns nichts passieren. Verstehe. Kennst du das Schloss Black Mirror? Ich war noch nie da. Ich glaube, da wohnen böse Menschen. Sir Robert hat da gewohnt. Und der war böse. Das war er. Unser Freund Samuel kannte das Schloss. Samuel Gordon? Er hat mir und Mr. Bubby mal geholfen. Ich mochte ihn. Aber dann, als sie das böse Haus von Sir Robert geschlossen haben, haben sie gesagt, Samuel wäre auch ein böser Mensch gewesen. Ich glaube das nicht. Manchmal tut man Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber man meint es nicht böse. Böse Stimmen bringen einen dazu, sagt Mr. Bubby. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Dieser Verschlag sieht alles andere als wohnlich aus. Andererseits wird es Ralph hier besser gehen als im Sanatorium. Man mag sich nicht ausmalen, was dieser verrückte Robert mit den Insassen angestellt hat. Dort oben endet die Treppe im Nichts. Sie ist irgendwann eingestürzt. Ein unheimlicher Steinkopf. Er zeigt so etwas wie einen Troll. Früher muss das hier eine große Halle gewesen sein. Vielleicht mit einem Rundgang. Das sind die Überreste des ersten Stockwerks. Das scheint eine Tür gewesen zu sein. Sie führt weiter in die Ruinen. Der Rabe kam aus einer Felsspalte geflogen. Dahinter könnte sich ein Hohlraum befinden. Mein Leben lang nicht vergessen können. Das Feuer hat sich nicht stark ausgebreitet. Das Gras war schon feucht, bevor es geregnet hat. Diese Schweine haben sie mit Benzin übergossen und angezündet. Ich hoffe, da war sie schon. Ich hoffe, sie hat davon nichts mehr mitbekommen. Wenn ich diese Kerle in die Fänger bekomme, werde ich Angelina rächen. Und ich werde mich rächen. Sie haben mir die einzige Person genommen, die mir noch etwas bedeutet hat. Wind und Regen werden die Asche fortspülen. Das Gras wird wachsen und in einem Monat wird es hier so aussehen, als sei nie etwas geschehen. Aber niemand wird Angelina vergessen. Dafür werde ich sorgen. Eine kleine verschmierte Notiz. Da steht: Der König ging nach Norden. Der Bauer ging in Süden. Die Dame... Der Rest ist kaum lesbar. Und das Pferd nach Sten. Die Wörter auf dem Zettel sind teilweise verschmiert.
Aber da steht, der König ging nach... Was steckt denn da zwischen den Steinen? Die sehen aus, als hingen sie dort schon seit Jahrzehnten. Sie klingen unheimlich. Die Ruinen der alten Akademie. Erbaut von den Stammvätern der Gordons. Früher war das hier bestimmt das Zentrum der ganzen Gegend. Eine Schachfigur. Der König. Ich frage mich, wer die Figur da platziert hat. Sie kann noch nicht lange zwischen den Steinen gesteckt haben. Die Figur ist überhaupt nicht vom Wetter angegriffen und sieht aus wie neu. Da steckt ein Messer im Holzbalken. Es sieht aus, als hätte jemand am Balken herumgeschnitzt. Mit wenig Talent, aber viel Geduld. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. Ich will erst einmal herausfinden, was Angelina in den Ruinen gesucht hat. Ich glaube, das ist ein Holunderbusch. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Die Äste sind sehr lang und gerade. Das ist typisch für die. Es ist ziemlich schwierig, solche Äste abzubrechen, wenn der Strauch in vollem Saft steht. Sie haben eine dicke, flexible Rinde und einen fasrigen Innenteil. Die brechen nicht einfach durch. Ich schneide ein Stück aus einem Ast heraus. Was ist das denn? Das ist eine kleine Figur aus Stein. Sie sieht aus wie eine Schachfigur. Es ist die Dame. Diese Steine sehen irgendwie seltsam aus. Sie sehen nicht aus, als wären sie zufällig so hingefallen. Es sieht aus, als wären sie aufgeschichtet worden. Da liegt eine Schachfigur. Das dürfte der Bauer sein. Ein Steinsockel mit einem Schachbrett. Eine massive Steinplatte. Es sieht aus, als könnte sich dahinter ein Raum befinden. Aber wie kann ich diese Platte bewegen? Sie wird Tonnen wiegen. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Wenn man mit einem harten Gegenstand auf die Rinde klopft, etwa so wie ich mit dem Messer, dann löst sich die Rinde vom Holz. Dann kann man mit etwas Druck das Holzstück aus der Rinde schieben. Hier noch einen Schlitz in die Rinde schneiden, das Holzstück wieder ein Stück hineinschieben und schon hat man eine Pfeife. Es ist eine einfache Pfeife. Indem man das Holzstück in die Rinde schiebt, kann man sogar die Tonhöhe ändern. Hallo? Ralph? Hallo, Darren! Mir ist da vorhin so ein Rabe aufgefallen. Wir mögen ihn nicht. Er kreischt immer und
flattert und klaut Sachen. Er klaut Sachen? Er hat uns mal einen Deckel von einer Dose geklaut. Er mag glitzernde Dinge. Ich auch. Und es war unser Deckel. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Ich möchte mich Ralph nur nähern, wenn ich auch weiß, über was ich mit ihm reden könnte. Ich finde ihn etwas unheimlich. Ein schwerer Steinsockel. Da sind 4 Vertiefungen. Dazwischen sind noch weiße und schwarze Farbreste zu erkennen, wie bei einem Schachbrett. Da tut sich gar nichts. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ich habe ein leises Klicken gehört. Da tut sich gar nichts. Ich habe ein leises Klicken gehört. Wenn das hier so eine Art Schachbrett sein soll, dann fehlen eindeutig die Figuren. Hallo? Ralph? Hallo, Darren. Weißt du zufällig etwas über Schachfiguren, die hier irgendwo versteckt sind? Was sind Schachfiguren? Kleine Figuren, die Könige, Türme und Pferde darstellen. Normalerweise sind sie klein und aus Holz. Aber ich suche größere, aus Stein. Mr. Bubby hat so eine Figur vorhin gefunden. Es ist ein Pferd. Ein schönes. Großartig! Leihst du es mir? Es ist Mr. Bubbys Figur. Und leiht Mr. Bubby sie mir? Mr. Bubby spielt mit dem Pferd. Wenn du es mitnimmst, hat er nichts mehr zum Spielen. Verstehe. Und wenn ich ihm etwas anderes zum Spielen bringe, womit spielt er gerne? Mit Pferden. Und sonst? Mr. Bubby mag Musik. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, womit man Musik machen kann. Vielleicht ein Klavier. Das dürfte ein Problem sein. Du, Ralph, schau mal, was ich hier habe. Wow, das ist noch viel toller als ein Klavier. Und auch handlicher. Kann ich mir kurz das Pferd ausleihen, wenn ich dir dafür die Pfeife gebe? Okay. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ein cleverer Mechanismus hat das Tor geöffnet. Wer immer sich diese Konstruktion hat einfallen lassen, wollte etwas sehr Wichtiges verbergen.
Dieses verdammte Mistvieh schon wieder. Er hat seinen Privatzugang zu diesem Raum.